Erst zum Filmwurf. Wir gehen erst zum Filmwurf. Und Park ist Allrad, 1600 Kubik, von 14 bis 16. Herzlich willkommen, da ist ein Einhorn. Ein Einhorn ist da. Ein Einhorn und du. Ja, gut, bist. Geht's? Basti, wie gefällt es dir heute da in Chabot? Ja, ist eine coole Strecke, ein bisschen rutschig ist, aber ja, das passt schon. Racer, Bagge, was ist das? Dazu aber irgendwas. Also, ist ein 250 Kubik Racer Bagge und das ist aus der Tschechei gekauft mit einem KTM-Motor und ja, wird gescheit. Schaltest du da oder ist es Automatik oder wie funktioniert sowas? Ich schalte, also 6 Gänge, einmal führe und dann immer zurück und ja. Also macht richtig Spaß ja. Mit so einem Motor. Super, na dann noch viel Spaß heute und viel Glück, gell? Danke. So viel setz dich, okay. Wie bist du zum Auto groß gekommen? Mein Papa ist auch Auto groß gefahren, da habe ich mir halt was angeschaut und dann habe ich auch einen Geschmack gekriegt. Okay. Mit wie vielen Jahren bist du da jetzt mit dem 125er Bagge eingestiegen? Mit 9. Okay, also wie gesagt, mit 9 Jahren kann man da live dabei sein, mit 125 Kubik. Schön. Wie schaut es aus? Zeittraining? Weiß man schon was? Ergebnis? Ja, ich bin um ein Hundertstel langsamer als wie mein Gegner. Also da sieht man schon ein Hundertstel. Es geht da wirklich um jede Sekunde oder jedes Hundertstel. Dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß, unfallfreies Rennen und wir sehen uns auf noch bei der Siegerung. Danke. Yeah.
Wir kommen dem Ende zu. Siegerehrung ist vollbracht. Hier in Ungarn in Csabot. Und ich habe hier neben mir stehen den Veranstalter und den Besitzer dieses Geländes. Sigi, wie ist dein erstes Resultat vom ersten Autocross-Rennen hier bei dir? Ist jetzt wirklich echt super. Ich habe eine super Veranstaltung zusammengebracht. Und die Fahrer sind auch top. Die Autos sind auch top. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder was machen können. Ja, mit Feedback von den Fahrern. Hat jeden voll gefallen. War eine super Veranstaltung, Top-Veranstaltung. Wir haben es miteinander gut hinbracht, Sigi. Ja. Und wir schauen nächstes Jahr. Ja. Vielleicht finden wir wieder einen Termin. Und es würde uns natürlich freuen. Gell? 100 Pro. Super, dann wünsche ich noch viel Spaß beim Wegräumen des Restlichen. Wir helfen noch zusammen und dann. Dankeschön. Danke, gell? Und vielen lieben Dank für alles. Für alles. Für dich, für Walter, für die ganze ÖMSV. Weil ihr habt mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Aber wir haben sehr viel gelernt von den ersten Veranstaltungen. Ja, auch. Alles Gute. Ciao. Und für die ganze Papa. Familie. Ja, danke. Ciao, Papa. Okay, das war's. Er will irgendwas. Ja. Der aus Tschechien, der ist, glaube ich, stecken geblieben.